Holz, den ganzen Gelumpe müssen wir immer mitnehmen. Ah. 700 Meter. Wir brauchen nämlich viel Holz, um das Schiff aufzurüsten. Oh. Das war knapp. Ja. Na dann los. Klettertour. Auf, auf. Meter. Na, spannend. Da kommt er. Der den Weg hier... Tatsächlich findet den Weg hier hoch. Ella. Unglaublich. Aber uns soll es natürlich recht sein. Na los. Ah. Unten. Ach, egal, komm. Ella. Was haben wir denn da? Aha. Kriegsvorräte oder sowas. Strategos. Level 11. Gib mal ein bisschen Gas, flieg mal hin. Hm. Haie? Da unten. Okay. Das kriegen wir hin. Das ist die Heizhahn. Besser gesagt, das, was davon übrig ist. Mhm. Na los. Oh, blöden Viecher. Das war knapp. Ah, blödes Vieh. Okay, da unten... Ist was das? Hier ist irgendwie auch ein Schatz. Da drüben ist auch ein Schatz. Und jetzt nach unten. Das passt zur Beschreibung von Dickies Armband. Okay, jetzt müssen wir mal schnell hoch. Ich schaffe die Schätze. Ja, 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 ja. Jetzt sind die da hinten. W
Dann nehmen wir erstmal das Lager oder was. Dann werden wir das jetzt machen, dann gehen wir zum Orakel und dann gehen wir den ganzen Gedöns ab. Hört sich nach einem Plan, oder? Tatsächlich. Wir sind im Lager. Einer. Ob wir da irgendwie rankommen. Den K.O. hauen. Sorry. Ach was. Kumpel, ich bin eigentlich auf eurer Seite, nur so als Info. Na gut, wenn ihr auf die, alles auf die harte Tour lernen wollt. So, gibt's mal einen Kick? Ah. Na komm. Oh, oh. Himmel. Au, verdammt. Blöder Söldner hier. Ah, okay. Passiert ja mal, ne? Na gut. Also nochmal. Die wachen sicher gut auf. Also, gucken wir nochmal ganz kurz. Der geht da oben. Bullis Militärlager. Okay, dann holen wir erstmal einen ran hier. Wo kam das gerade her? Na komm hier. Was? Okay, der ist hin. Das ist fast schon langweilig.
bist zu schnell. Ah, zack. Gibt's einmal den Kopfspalter. So. Die haben wir erledigt. Das ist schon mal gut. Kriegsvorräte verbrennen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Headshot. Geil. Da ist wieder ein Söldner. Ah, verdammt. Der Schuss kam von hier. Ah, komm. So. Du machst mir keine Probleme mehr. Wenn sein muss, meucheln wir uns auch durch die Spartaner durch. Scheißegal. So, jetzt bleiben noch die Kriegsvorräte. Bam. Noch eine Bresche in Spartas Linien. Ja, erst kämpfen wir gegen die Athener, jetzt kämpfen wir gegen die Spartaner. Das ist schon heftig. Erbsenschoten. Im Grunde ist es mir ja scheißegal, wo wir unsere Kohle herbekommen. Ich sollte Gelon von Gigi erzählen. Kehre zu Gelon zurück. Alles klar. Wollen wir mal. So, das ist da unten. Dann können wir hier nicht Janus treffen. Da müssten wir mal einen Punkt synchronisieren. Schiffsdock. Warum lege ich denn da? Ich doch lieber da angelegt. Schauen wir nochmal ins Quest. Einen Geist befragen. Können wir auch gleich mitmachen. Goldchen. Und dann los. Was für ein... krasse Landschaft, ganz ehrlich. Das ist der Hammer. Ja! Ah, los. Ja! Gott. Voll das Offroad-Pferd. Ella. Schlimmer als bei The Witcher. Na los. Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Boah. Guckt euch mal den Ausblick an. Und auf geht's. Der Hammer. Schlangentempel. Na los. Oh. Ach du meine Güte. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Ja! Und auf geht's! Ja, ich will hier weg. Ich will hier gar nicht lang. Ich will zum Orakel.
Ich will zum Orakel da oben. Alter, dieser Gaul ist unverwüstlich. Oh Gott. Das arme Pferd. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir mal hoch jetzt. Gut, dass wir überall hochklettern können. So, Gaul. Bin gespannt, wie der hier hochkommen will. Wahrscheinlich eher gar nicht. Bis der hier oben ist, bin ich schon an mein Ziel. Na los, na los. Ella. No, Ella. Ja! Oh, marsch, marsch. Heiligtum von Delphi. Na los. Sind ja hier eigentlich nicht böse. Oh, ich sehe schon wieder so viel Quests. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das in Sparta. Nicht noch mehr Quests, Hilfe. Scheiße. Oh, nee. Alexios, komm hierher, du Malaka. Wenn das nicht der Adlermann persönlich ist. Du bist groß geworden, Alexios. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Und werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell. Und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Okay. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Von wegen Pause. Heute ist es genau wie früher. Die Arbeit ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Okay. Also gut, ich helfe dir, aber... Aber was? Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Ha! Und ich dachte, ich werde langsam weich. Okay. Das sollte nicht allzu lange dauern. Okay, jetzt gehen wir noch auf jeden Fall zum Orakel. Neuer historischer Ort entdeckt. Athena... Schieß mich tot. Alexios, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Ist sie das? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Malaka. Barnabas, benutzt deinen Kopf.
Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen, aber diese Schlange. Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist er nicht genauso toll, wie ich ihn beschrieben habe? Okay. Ja. Aber wir sprechen erst beim nächsten Mal mit dem Orakel von Delphi. Ich bedanke mich momentan fürs Zuhören, fürs Zusehen natürlich. Hinterlasst einfach ein Däumchen und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao.